Wir starten heute mit dem femininen Flieder. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Das Flieder steht für Weiblichkeit und für einen Neustart. Und der Neustart 2021 ist ja so ein Motto, was wir alle brauchen. Ich starte wieder mit der Makarellbluse. Also die paar Kilo, die ich zu viel habe, das schmeichelt mit der Bluse. Geht wieder bis Größe 46, ist Oversize geschnitten, ein leichtes Shirt von Mos Mosh und eine ganz tolle Hose von Rinascimento. Und Rinascimento ist heute unser Motto, ist ein Italiener, ganz tolle Mode. Und es kommen wieder so Anlässe, wo man sagt, man hat ein Familienfest oder kleine Geburtstag feiern oder man will sie einfach schön anziehen, wenn die Wirtshäuser wieder offen haben. Und die Hanna hat ein ganz tolles Kleid von Rinascimento mit einem tollen Bläser. Schmetterlinge sind heuer ein ganz tolles Motto. Da haben wir ganz eine tolle Bluse von Rinascimento und unsere tollen Oversize-Jacken. Und Hanna, führ uns das bitte vor. Das ist unser tolles Outfit. Es schmeichelt. Ich kann es genauso mit der schwarzen Hose tragen oder genauso mit der weißen Hose. Was heuer sehr angesagt ist, sind Wickelblusen. Ich habe vor 20 Jahren schon eine Wickelbluse gehabt. Ich liebe sie und ich finde diese Mode ganz toll und speziell. Und ich hätte da mal ganz eine liebe in Weiß. Und Hanna, führ uns die vor. Ist ein tolles Sommeroutfit. Und bei den Hosen sieht man ja, Hanna trägt jetzt der Bootcutter verkürzte. Für den Sommer wieder ganz toll. Bei den Jeans hat man alles, ob es jetzt ein Mom-Jean ist, ein Legging. High West, man trägt eigentlich alles. Und ich sage, für jede Figur gibt es die passende Hose. Und zum Schluss kommt noch ein tolles Aeronautica-Outfit. So, das ist das neue und tolle und lässige Aeronautica-Outfit. Bei der Hanna die sportliche Jacke mit Kapuze. Ist waschbar, pflegeleicht, wasserabweisend und bei mir das ein bisschen elegante Teil, ich sage immer, das ist eine Monari-Jacke und da haben wir jetzt Aeronautica und bei der Hanna würde ich jetzt eine ganz tolle Ledertasche dazugeben, auch wenn sie jetzt elegant wirkt, die kann ich lässig tragen. Ganz toll sind die Chaya Espadrillos, die sind echt Leder und die gibt es in vielen Farben, super leicht zum Kombinieren. Und so ein Zwischending zwischen Ballerina und Turnschuhen. Die Aeronautica-Jacke ist auch sehr funktionell beim Sporteln. Ich kann die zum Joggen verwenden, also wenn ich auch mit der Radtour mache. Ich kann da sogar eine Flasche reingeben und wie gesagt wasserabweisend. In der Mode ist das A und O eine gute Beratung. Lasst euch inspirieren, trinkt ein Glas Sekt. Schaut euch die schönen Teile an und so kommt man nicht immer mit dem gleichen nach Hause. Man kann den Typ auch ein bisschen verändern, frischer, jugendlicher und nur bei einer Beratung ist sowas möglich, weil selber greift man immer auf die gleichen Teile. Ich sage Dankeschön, hat mich wieder gefreut, eure Silvia Otzinger.